Jo, hi zusammen, da sind wir wieder, da sind wir wieder. Heute ist der große Tag, heute ist der große Test. Ich hatte ein Problem gehabt, bei mir funktionierte nichts mehr. Und zwar, wie heißt das? Jetzt komme ich nicht drauf. Ich habe hier alles angeschlossen, der funktionierte nicht, die Trommel funktionierte nicht. Quasi nichts funktionierte nicht. Kein Wasser, kein nichts und gar nichts. Habe ich gefummelt, hat nichts gebracht. Und irgendwann habe ich dann einfach neu gestartet. Ja, und dann ging's. Gut, heute ist der große Tag. Heute testen wir mal die Arnold-Trommel und den D-Rocker. Was steht denn da drauf? Ach ja, Waschplan D-Rocker. So. Irgendein Krümmel im Hals. Ich musste gerade mal eine Kleinigkeit essen. Und ja, ich werde jetzt drei Kartons voll machen von dem netten krümeligen Zeug hier. Okay, das kannst du auch nicht abstellen. Wenn du ein bisschen zu schnell drehst, hast du direkt wir haben noch 9 Tage bis Sommer, also wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Also heute ist Test. Das heißt, ich werde immer versuchen, 3 Stück voll zu machen. Ich muss ein bisschen tiefer. So. Also 3 Ladungen. Und dann lasse ich den Rocker laufen und gucken, ob das alles durchläuft. Komplett. Gleich. So wie ich mir das vorstelle. Dafür benutzen wir hier aus der Randzone das Zeug. Ja, geht ja noch. Geht ja alles noch, ne? Oh, ich muss ja aufpassen hier mit der Fahrerei. Ich fahre immer so eng dran. Jedes Mal einen Orgasmus. Na, oh, da fliegen schon wieder die Steine raus, diese Mistviecher. Ratten. Wie der. Ach, weiß gar nicht, wie er heißt. LKW-Fahrer gucke ich immer zu. Der, naja. Er hat so spezielle Autofahrer, die mag er nicht. Wenn die sich so ganz knapp vor ihm reinsetzen, nochmal eben schnell überholen müssen. Vor der Ausfahrt, weil die können ja nicht warten. Wir sind schon am 500 Meter Schild vorbei. Dafür haben wir sie ja. Ja komm, eine Schaufel passt noch. Eine kleine. Und das reicht. Brauchen wir noch einen Unfall hier? Das fehlt noch. Ja, das ist auch noch ein. So. Gut, Numero uno. Ich habe die vorher noch mal beide vertankt. Wo ich kipp den jetzt nur eben schnell rein und fahre dann sofort wieder zurück. Ja, die Saison war ja schön. Schade, die 1000 Unzen haben wir nicht gekriegt. Da ist ein Hader nervt. Das fliegt genau immer
im Augenwinkel rum. Das ist so schlimm. Ja. Das Ding lasse ich laufen, damit die Pumpe meinen Turm voll macht. Da gehen 1 Million Kubik rein. Ich glaube, da muss ich den ganzen Sommer das Ding durchlaufen lassen, damit ich das Ding überhaupt voll kriege. Und die große Pumpe schafft nicht so viel wie der Verbrauch ist. Ist ein wenig seltsam, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich weiß nicht, ob die Benzinpumpe mehr bringt. Wahrscheinlich nicht. Ja, mehr kriegen wir hier nicht weg. Das ist also wirklich Maximum. Der fährt sich hier wieder einen Stiefel zusammen, der Kerl. Unglaublich, hier Zickezacker Hühnerkacke. So wird das nix. Mach das vernünftig. Kipp nicht immer die Hälfte daneben. Manu. Gut Gold. Ja, wird auch Zeit, dass wir hier abschließen. Mit der Ecke. So. Hoch damit. Ja, komm. Ah. Und uns auf die andere Seite begeben. Da anfangen. Aber jetzt hier zum Testen ist das optimal. Das kann man ruhig dazu nehmen. Jo. Warum lenkt der denn nicht? Herrgott Sakra. So, das ist Fahrzeug Nummer 2. Brr. So weit brauchen wir auch nicht zurück. Übertreib's nicht. Ja, ich würde sagen, da mache ich jetzt gar nichts mehr. Hier, nö. Die Reste müssen leider stehen bleiben. Dann muss ich erstmal gucken, wo ich mich hinstelle am besten. Damit ich hier vernünftig beladen kann. Am besten drehe ich um und stelle mich hier so hin. Oder ich bleib quer stehen. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht auskippen. Sondern nur laufen lassen. Ja. So, das heißt, der muss laufen und der muss laufen. Wollte mir das mal angucken, wie das aussieht, wenn das da reinfliegt. Cool. Das sieht schon mal cool aus. So, dann können wir das mal da reinkippen. Den lasse ich erstmal einmal durchlaufen. Ja, ist ja doch mal ein Haufen, ne? Was ist denn los hier? Bohnenwachs oder was?
Haufen Steine. So, leer. Dann kann man abstellen. Habe ich ihn abgestellt? War zu schnell weg, ja. Pumpe muss laufen bleiben. So. Achso, auskippen. Ja, genau, das war's. Ich war jetzt leicht irritiert. So, wo fange ich denn an? Am besten gleich hier an der Ecke, ne? Hui, einmal rum um die Kurve. So, Brett. Ich glaube, hier ist gut. Hier lassen wir mal stehen. Erstmal gucken, wie wir hinkommen. Kannst du das jetzt mal sein lassen hier mit mir? Ich finde das nicht lustig. Na, aber funny. Lassen wir mal. Da lassen wir es mal krachen hier, hä? Ja. Und damit die Schaufel. Wir fahren. Schuppen. Oh, Mann. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier viel mehr Gold haben. Als auf der Kante, wo wir zuletzt waren. Sag ich mal einfach. Oh, alles leer. Ja, ich vergesse mal, dass ich nicht drehen kann. Ja. Okay. Dann Wasser müssen wir haben. Hier oben brauchen wir Wasser, unten brauchen wir Wasser. Das heißt, den müssen wir anschließen. Den müssen wir anschließen. Wasser ist da. Ja, unten ist auch Wasser. So. Hopp. Das heißt, Trommel an. D-Rocker an. Ich hoffe, er läuft. Der an. Der an. Der an. Der an. Und einmal rumrennen, gucken. Jetzt. Licht, gucke zu mir. Gucke, machen zu. Wir sollen da nur. Hey! Der kriegt ja nicht voll. Guck dir da an, der kriegt ja nicht voll.
Er schafft das nicht. Jetzt gebe ich noch meins dazu. Alter Verwalter! Der haut gut rein. Das ist okay. Und dann machen wir nämlich einen Trick. Das sieht so cool aus. Guckt euch dann an. Purzel, purzel, purzel. Haha, gegen die Fliegen. Wir schaffen es nicht, den zu überladen. Im Gegenteil. Falscher Knopf. Kann ja nichts funktionieren. So, das heißt, immer zwei Touren und dann wegfahren. Lass ich dann auch nicht durchlaufen. Ich meine, wegen der Pumpe muss er eh laufen. Das wäre jetzt genau was für, ne? Muss ich sagen. Falschen Knopf. Ach. Ich hasse, wenn sowas passiert. Du weißt ja im ersten Moment nicht, was los ist. Tastatur liegt nicht richtig. Bleib mal stehen. Ich kann meine Tastatur richtig hinlegen. Ja, wieder arbeiten kann. So. Das Wasser läuft trotzdem noch. Das ist doof. Das ist ein bisschen blöd. Weil das Wasser läuft, ohne dass man es braucht. Was ist denn, wenn man da eine Pumpe zwischenklemmt? Eine kleine. Hast du schon mal daran gedacht, Jürgen?
die dann quasi abwürgt. Haben wir noch eine elektrische, die ich irgendwo mit anklemmen kann? Kabel habe ich ja genug. Muss ich gleich mal gucken, meine elektrische holen. Einmal zwischenklemmen. Ja, auch nicht aufgepasst hier mit der Fahrerei. Wie andersrum hinstellen. Dann kann ich besser an- und aussteigen. Manchmal hast du die Tasten so voll und manchmal bist du am Suchen. Schon komisch. Das war's. Sag ich doch. Manchmal hast du die Tasten so voll, manchmal bist du am Suchen, manchmal hast du einfach die falsche. Ich wollte lenken und habe auch Kippen gestellt. Das hasse ich genauso. Da hinten mit dieser mistigen Kacke da. Der immer diese da drin hat. Muss ich auf irgendeinen Verteiler mit anklemmen. Was war er? Oh. Sonst muss ich nämlich immer hier hinrennen. Hier hin und den ausmachen. Aber wenn ich den ausmache, pumpt die Pumpe auch nicht mehr. Kann man da machen? Kann man da was machen? Haben wir denn irgendwo noch was frei? Der Rotor Connector Bell. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Verteiler hier unten, ne? Oder? Stromverteiler. Doch, habe ich schon. Aber dafür. Aber hier habe ich einen Stromverteiler. Die Jigs habe ich an einem. Da muss ich anders machen. Er muss im Moment so, leider, im Moment so bleiben. Ärgerlich, aber will man machen, ne? Thank you.
Auf jeden Fall schafft die schon mal eine ganze Menge weg. Eine ganze Menge mehr weg. Komm, fahren. Scheiß drauf. Da das Wasser sowieso durchläuft, haben wir da keinen. Entschuldigung. Jetzt schon mal wieder bei 27 Minuten. Aber es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Schon über 80%. Ja. 80%. Ja, nur mal noch eine Runde fahren. Also der macht schon jede Menge mehr, ne? Lass mal gucken. Na dann, Steine. Gucken, ob die angeflogen kommen. Ah, verkehrt rum. Na, ist egal. Wir haben ums Auto rennen. Das ist das Problem. Oh oh, dann haben wir gleich kein Wasser mehr. Quasi. Ja. Ach, ist gerade zugefroren.
Ja, komm, Schaufelchen. Machen noch eben die 100% voll. Dann beenden wir die Folge. Wasser müsste trotzdem noch laufen. Dann machen wir nachher ein Cleanout oder morgen früh, wie es am besten passt. Ja, Wasser läuft noch. Ja, die hat kein Wasser mehr. Aber hier haben wir noch Wasser, ne? Einiges schneller. Oha. Einiges schneller. Könnte ich sogar noch eine Runde fahren. Keine 100%. Guckst du einmal woanders hin. Ja, passt natürlich nicht. Das passt nicht. Komm. Zurück. Kommt der nämlich hier den Berg nicht richtig hoch.
Die Herausforderer. Habe ich das schon gesagt? Das ist das Ärgerliche. Ne? Guck mal, was da an Wasser rausläuft. 63. Und 57 schafft er gerade mal. So, der kann weg. Der kann da dran. Der kann auch ab. Ich mach da. Ich lass mir was einfallen. Und wegen Pumpe und so. Was schafft denn eine kleine elektrische Pumpe? Die muss doch mehr schaffen als die hier. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die so wenig schafft, nur. Achso, falscher. Ich hätte nichts auf, wie viel die packt. Ja, das verstehe ich nicht, ne? Uns mal eben. Ich guck mal eben am Computer und bereite den ganzen Cleanout und alles vor und dann fangen wir in der nächsten Folge an. Dann mal gucken, was bei rauskommt. Wir sind nämlich auch schon wieder über 30 Minuten. Na, alles klar. Ich wünsche euch was. Ja, bis dahin.